Ich sitze gerade am Flughafen und die Hintergrundmusik ist ziemlich laut, aber in diesem Video zeige ich dir, wie ich mich ketogen ernähre in Ausnahmesituationen. Denn wenn ich schon am Flughafen bin, was heißt das? Richtig, ich fliege. Und der Tag ist relativ stressig. Kriegen wir aber hin und ketogene Ernährung kriegen wir auch hin. Hello, 7 Uhr morgens. Wir müssen gleich los zum Flughafen. Ich bin noch nicht mal fertig gemacht. Ich muss erstmal Wasser trinken. Ist immer das Erste, was ich machen muss morgens. Wie groß ist die Flasche? 500 Milliliter. Wird jetzt auch erstmal weggetrunken. Ich nehme das morgens meistens direkt mit Elektrolyten ein. Das hier ist jetzt so ein Kombipräparat. Vor allen Dingen, wenn so Flüge anstehen, ist es immer wichtig, einfach um den Wasserhaushalt auch aufrechtzuerhalten bzw. im Gleichgewicht zu halten. Guck bei den Elektrolyten bitte immer nur, dass die auch wirklich zuckerfrei sind. Da gibt es tatsächlich nicht ganz so viele. Da muss man immer so ein bisschen recherchieren. Wenn du aber nach extra Keto-Elektrolyten schaust, sind die meistens automatisch schon zuckerfrei. Sobald die Flasche leer ist, trinke ich dann was Warmes. Das ist bei mir meistens mein Keto-Kakao oder grüner Tee oder ab und zu auch mal sowas wie Matcha. Ich habe hier einfach ein bisschen Matcha gemischt mit ungesüßter Mandelmilch. Aber nicht ganz so viel, weil ich nicht so aufgedreht sein möchte. Ich schlafe lieber noch ein bisschen im Flugzeug. Prüstchen. Hallo. Bist du an der Seite? Was? Wir sind hier gerade in der Vista Lounge am Flughafen in Ho Chi Minh City. Was ich jetzt bis jetzt gesehen habe an Essen, war jetzt nicht ganz so doll, aber wir werden es schon hinkriegen. Hier gibt es so eine kleine Salatbar, da können wir uns auf jeden Fall was nehmen für die ketogene Ernährung. Ansonsten gibt es noch Aufschnitt, sowas esse ich jetzt nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht keto geeignet ist, es ist einfach nur hochverarbeitet. Gibt es hier noch ein paar Früchte, Joghurt, süße Teilchen, so kuchenmäßig. Cheddar, auch gut. Und das hier ist Butter. So Backwaren, Brötchen, Brot und so ist alles natürlich nicht keto geeignet. Das hier wäre Schweinefleisch. Dann gibt es hier Pumpkin Soup und Kartoffeln. Das ist Brühe. Chicken Pho. Das kann man sich dann hier auffüllen mit den Tellern. Da sind aber jetzt Nudeln drin, deshalb kann ich das leider nicht essen. No, thank you. Das sind dann die Beilagen dazu. Hier gibt es dann noch Eier. Das ist natürlich auch keto geeignet. Das ist super. Reis und Reisporridge ist nicht keto geeignet. Hier gibt es noch Sticky Rice, auch natürlich nicht keto. Und hier gibt es einmal Gemüse und das hier ist Tofu. Dann gibt es hier noch eine Getränkeauswahl. Fällt natürlich vieles auch weg. Am besten bleibst du einfach bei Wasser. Hier hättest du noch Kellogg's weiteres Wasser. Säfte sind auch nicht keto geeignet. Alkohol würde ich auch weglassen. Du kannst hier dein Wasser aber so ein bisschen aufpeppen mit Limette oder auch Eiswürfeln. Dann hast du hier so eine Teeauswahl und Kaffee. Hier hast du dann noch so eine Ecke mit Canapés. Die sind aber natürlich jetzt auch alle nicht keto geeignet, weil die auf Brot sind. Hier auch nochmal. Hier ist so Sandwich-mäßige. Hier unten auch nochmal welche. Das hier ist Kuchen. Und das hier ist nochmal ein Dessert. Aber da kann ich dir nicht sagen, was es ist, weil kein Schildchen dabei steht. Nichts Dolles, nichts Außergewöhnliches. Zwei Eier, Cheddar. Und dann habe ich mir ein bisschen was von dem Salat genommen, Salatblätter und Gurken. Ich habe da einen kleinen Klecks Öl drüber gegeben, weil ich jetzt nicht wusste, welches Öl das ist.
Salz und Pfeffer. Ich werde da jetzt gleich noch ein bisschen Limette drüber geben. Und zu den Eiern habe ich mir noch Butter dazu genommen. Und trinken tue ich gerade einen Tee. Ja, fangen wir mal mit dem Salat an. Ist okay, kann man machen. Ist halt Salat. Cheddar. No, it's okay. Und Eier mit Butter. Wir sind jetzt auch noch mal in die andere Lounge gegangen. Wir dachten, hier wäre anderes Essen, aber es gibt hier eins zu eins dasselbe. Deswegen bleibt es jetzt erstmal bei Tee. Flotti, Karotti, Flug und dann kommen wir an und dann haben wir schon unser ganzes Gepäck und generell das Flug hat sich angefühlt wie 5 Minuten, weil ich die ganze Zeit einfach durchgepennt habe. Das nenne ich doch mal schön. Schön ist das, ja? Schön. Ich komme nicht hoch so. Aber zurück zum Thema ketogene Ernährung, Keto-Diät, wenn man unterwegs ist. Wie du dir denken kannst, habe ich im Flugzeug nichts gegessen. Da gibt es meistens keine Keto-Option und grundsätzlich ist das so ein bisschen meine Regel. Ich esse dieses Flugzeugessen einfach nicht. Ich finde, das schmeckt auch nicht und ich sehe da keinen Sinn drin. Für etwas, was nicht schmeckt, dann eine Keto-Ausnahme zu machen, die bei mir ja dann auch zu Migräne führen kann. Ich habe jetzt während des Flugs, der war übrigens kurz, nur 2 Stunden ungefähr, 500 Milliliter Wasser getrunken und habe jetzt aber auch schon ordentlich Hunger und schaue dann gleich mal, ob wir entweder in der Nähe der Unterkunft einen Supermarkt finden zum Einkaufen oder ob wir Lebensmittel bestellen. Das heißt, es gibt dann auch noch ein Keto-Rezept in diesem Video für dich. By the way, welcome to Hanoi. Wir sind endlich angekommen. Es war doch ein bisschen anstrengender als erwartet. Man denkt immer nur so 2 Stunden Flug, wird schon nicht so schlimm. Aber es ist doch immer ziemlich anstrengend mit Anfahrt und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt auch nicht geschafft, noch Lebensmittel zu besorgen. Wir haben jetzt Essen bestellt. Nach Zutatenliste ist es Keto. Das testen wir jetzt aus. Und zwar gibt es für mich indisches Butter Chicken. Und das probieren wir jetzt gemeinsam. Das ist auch wieder so typisch weiße Leute. Wenn sie indisch essen, bestellen sie Butter Chicken. Ich habe auch ehrlich gesagt so krass Hunger. Ich kann mich gar nicht richtig zusammenreißen hier gerade. Boah, das ist gut. Mmh, wow, Hammer. Das müssen wir nachkochen. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du Bock auf das Rezept hast. Es ist noch dunkel draußen, aber ich kümmere mich schon mal um Essen. Ich mache jetzt Frühstück und Mittagessen gleichzeitig, beziehungsweise bereite ich schon mal ein paar Sachen fürs Mittagessen vor, damit es dann nicht ganz so stressig wird. Fürs Keto-Mittagessen wollte ich Suppe zubereiten. Ich habe hier ca. 1 Kilo Suppenfleisch vom Rind. Und bevor ich das koche, gebe ich das immer gerne in den Airfryer oder Ofen. Ich finde, das Ergebnis schmeckt dann einfach immer ein bisschen besser. 200 Grad, 20 Minuten. In der Zwischenzeit kümmere ich mich aber schon mal um das Keto-Frühstück. Und was soll es anderes sein als Eier? Für 2 Portionen nutze ich so 6 bis 7 Eier. Ich reiche meine Gerichte immer gerne an mit so einem Knochenbrühenkonzentrat von Jamino. Ich bin damit wirklich super happy, weil das nämlich von Natur aus auch Mineralstoffe enthält. Und das ist ja bei Keto, vor allen Dingen für Anfänger, auch immer so ein Problem, dass man viele Elektrolyte am Anfang verliert, also Mineralstoffe. Und diese sollte man unbedingt vor allem in der Anfangsphase auch wieder auffüllen. Grundsätzlich spielen aber Mineralstoffe eine große Rolle für uns. Und deswegen bin ich froh, das entdeckt zu haben. Und das benutze ich jetzt auch für mein Keto-Frühstück. Und meine Ketolinis kennen das Knochenbrühenkonzentrat auch schon. Ich habe es in diesem Video schon mal vorgestellt. Jamino selbst hat jetzt aber die Vorteile von dem Knochenbrühenkonzentrat nochmal richtig geil bildlich dargestellt. Du kannst halt den einfachen Weg wählen und das Knochenbrühenkonzentrat nutzen. Damit kommst du pro 100 Gramm auf 37 Gramm Kollagen und 46 Gramm Protein. Das Ganze enthält 20 Aminosäuren.
hören. Oder du isst diese Menge an Lebensmitteln, die du auf diesem riesigen Löffel siehst. Und da würden sogar sehr viele von den Lebensmitteln für dich wegfallen, wenn du dich ketogen ernährst. Und die kleine Probiergröße erhältst du für 29,99 Euro, was 20 Euro weniger ist als die große Variante. Und ich mag so Sachen, die super ergiebig sind. Ich habe jetzt hiervon die große Dose. Und das sind insgesamt 44 Portionen. Weil nämlich ein Teelöffel von dem Konzentrat schon ausreichend ist. Ein klein wenig heißes Wasser dazugeben. Das Ganze kannst du dann zu den Eiern geben. Salz würde ich weglassen, denn das Knochenbrühenkonzentrat enthält schon Steinsalz. Deshalb nehme ich hier jetzt einmal Pfeffer, ein wenig Thymian und getrocknete Petersilie. Und einmal mixen das Ganze. Das Ganze kannst du dann in etwas Butter in der Pfanne anbraten. Ein paar Kräuter schnibbeln. Ein paar ist gut, es ist relativ viel, weil ich einen Teil davon später auch für die Suppe benötige. Hast du zum Beispiel Leute in deiner Familie, die sich klassisch ernähren? Das ist ja oft der Fall, wenn man sich selbst zum Beispiel ketogen ernährt, aber Kinder hat, die man nicht unbedingt ketogen ernähren möchte. Ja, kannst du das Knochenbrühenkonzentrat auch nutzen, um zum Beispiel solche Dinge wie Reis mit zusätzlichen Nährstoffen anzureichern. Und Reis ist jetzt nur ein Beispiel. Das funktioniert zum Beispiel auch mit Buchweizen, Hirse und so weiter. Ich gebe hier jetzt einfach direkt in das Kochwasser einen gehäuften Teelöffel von dem Knochenbrühenkonzentrat. Und kann das jetzt auch so direkt zubereiten. Ich mache das im Reiskocher. Das ist übrigens nicht für mich. Reis ist nicht keto geeignet. Nur damit es jetzt nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Boah, guck dir diese perfekte Avocado an. Hammer. Aber die sind in Vietnam auch einfach auf einem anderen Level. Mega, mega lecker. In der Zwischenzeit hat das Fleisch eine schöne Kruste erhalten und das geben wir jetzt einfach in einen Topf und füllen ihn mit Wasser auf. Das Fleisch sollte komplett bedeckt sein und das lasse ich jetzt so 1,5 bis 2 Stunden lang köcheln. Jetzt gibt es aber erstmal Frühstück. Noch ein bisschen Pfeffer. Und wenn du das Video bis hierhin angesehen hast, dann lass gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch gerne die kleine Glocke. Dann bist du immer up to date, wenn ich neue Videos hochlade. So, mittlerweile ist schon mittags und wir kümmern uns jetzt um die Suppe. Wie du siehst, fällt das Fleisch schon regelrecht auseinander. Das holen wir einmal hier raus. Und dann kannst du das Fleisch entweder in mundgerechte Stücke schneiden oder zupfen, wenn das so wie bei mir schon komplett auseinanderfällt. Eine halbe Zwiebel. Und um ein paar Kohlenhydrate einzusparen, verwenden wir noch den unteren Part von Frühlingszwiebeln. Und weil ich noch eine Mini-Knoblauchzehe übrig habe, kommt die da auch noch mit dazu. Das, was wir jetzt klein geschnibbelt haben, brätst du jetzt in einer Pfanne an mit einem hitzebeständigen Öl. Also du kannst zum Beispiel auch sowas wie Ghee verwenden, Butterschmalz. Erstmal Zwiebeln und Frühlingszwiebeln. Nach circa 5 Minuten fügst du dann den Knoblauch hinzu. Ja, man merkt, dass ich in Asien bin, oder? Und jetzt kümmern wir uns um das weitere Gemüse, nämlich um Kimchi. Wichtig bei Kimchi ist, eins zu wählen mit wenig Kohlenhydraten. Wenn man jetzt traditionelles koreanisches Kimchi wählt, ist da oft Birne drin oder auch anderes Obst und da kommt auch Reismehl rein. Deswegen ist es wichtig, Kimchi zu vergleichen und zwar immer auf die Nährwerte gucken. Ich habe jetzt eins gefunden, das hat pro 100 Gramm 1,7 Gramm Kohlenhydrate. Das ist super wenig für Kimchi, ist also super geeignet für die ketogene Ernährung und auch für dieses Gericht. Für die Leute, die nicht wissen, was Kimchi ist. Kimchi ist eine beliebte koreanische Beilage und es gibt verschiedenes Kimchi. Das, was ich benutze, ist auch das, was eigentlich am bekanntesten ist. Das ist fermentierter Chinakohl. Es gibt aber auch Kimchi zum Beispiel aus Zwiebeln, aus Lauch, aus Rettich. Ja, das ist auch bekannt unter Kimchi. Für dieses Rezept verwenden wir aber Chinakohl. Kimchi. Solltest du jetzt nirgendwo an Kimchi kommen, kannst du auch Sauerkraut verwenden. Allerdings ist dann das Endergebnis nicht ganz so pikant.
Und ich zeig dir jetzt mal, wie man hier in Asien sowas wie Chinakohl schneidet. Nimm ich am besten mit einer Schere, dann hast du nämlich nicht ganz so eine Sauerei, denn hier ist auch noch Flüssigkeit mit drin. Und wenn du das Ganze auf einem Brettchen schneiden möchtest, saust du dir die gesamte Küche ein. Jetzt nimmst du dir deine Brühe her. Ich strecke die noch so ein bisschen. Das ist mir sonst einfach ein bisschen zu wenig. Ich bin jetzt insgesamt bei 2 Liter Brühe und das lasse ich jetzt einmal schnell aufkochen. Und in die kochende Brühe kommt jetzt nochmal Giamino Knochenbrühenkonzentrat und ich nehme so circa 2 gute Esslöffel davon. Und jetzt fragst du dich, hä, Anna, was soll der Stuss? Ist doch schon Brühe, wieso soll da jetzt Brühe rein? Weil Fleischbrühe und Knochenbrühe nicht das gleiche sind. Knochenbrühe ist nicht nur tiefer im Geschmack und hat auch eine ganz andere Konsistenz, nämlich so eine eher geleeartige Konsistenz, sondern enthält auch schlichtweg mehr Nährstoffe. Knochenbrühe ist nämlich besonders reich an Kollagen, Gelatine, Mineralien wie Kalzium und Magnesium und Aminosäuren. Und genau dieser Punkt ist für mich eigentlich der entscheidende. Und das Thema mit den Nährstoffen ist auch das, was mir am wichtigsten ist. Also mir geht es gar nicht so krass um den Geschmack, obwohl das auch einen deutlichen Unterschied macht. Mir geht es vielmehr darum, meine Gerichte anzureichern mit Mineralstoffen, mit Kollagen. Dann kannst du die ganzen restlichen Zutaten wieder hinzufügen. Also einmal das Fleisch. Kimchi zusammen mit der Flüssigkeit und das angebratene Gemüse. Die Knochenbrühe enthält schon Steinsalz, also ist Salz nicht unbedingt notwendig. Und das Kimchi gibt auch nochmal eine gute Würze dazu und ein bisschen Schärfe. Es ist aber ratsam, einfach mal zu probieren und dann noch Gewürze deiner Wahl hinzufügen. Getrocknete Petersilie, Thymian und eine ordentliche Portion Pfeffer. Bevor wir jetzt aber essen, gehe ich noch ganz flott einkaufen für später fürs Abendessen. Es wird einiges von der Suppe übrig bleiben. Das sind deutlich mehr als 2 Portionen, die essen wir aber gerne am nächsten Tag. Wenn das alles schon ein bisschen stand, wird das noch mal deutlich leckerer. Deswegen essen wir heute Abend noch mal was anderes. Aber umso besser für dich, deshalb gibt es noch ein Rezept in diesem Video. Das ist übrigens Asian Style. Alle sagen immer, das ist der Mallorca-Urlauber-Style von Deutschen, aber hier laufen wir alle so rum. Das Schöne ist an diesen Wohnanlagen, dass es meistens direkt im Gebäude einen Supermarkt gibt. Nicht immer sind das Supermärkte, manchmal sind es auch einfach so Minimärkte. Aber da findet man auch schon einiges, sodass man nicht immer in die großen Supermärkte fahren muss oder auch nicht immer bestellen muss. Ich habe aber diesmal wirklich Glück, denn hier gibt es einen richtigen Supermarkt, wo ich fast alles finde und bin echt super happy damit. Ich gehe da gefühlt 2-mal am Tag hin, muss dann einfach nicht so große Portionen immer kaufen. Jawollo, ich habe jetzt gerade erst bemerkt, dass wir keine Schöpfkelle haben in dieser Küche. Das wird jetzt ein Spaß, diese schöne Suppe hier auf Teller zu verteilen, auf Schüsseln meine ich. Ich sag dir ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr heute, aber was muss, das muss. Und ich bin am Ende immer froh, wenn ich dann doch gekocht habe und nicht irgendwie Ausreden gesucht habe und dann Essen bestellt habe oder so. Ich mache jetzt erstmal einen Salat, den hier habe ich schon mal vorbereitet, gewaschen, klein geschnitten.
Hier kommen jetzt zwei so Mini-Gürkchen rein, die habe ich auch schon vorgeschnibbelt. Und das restliche Gemüse, das ich verwenden möchte, mache ich aber im Airfryer. Hier habe ich schon mal ein bisschen Brokkoli vorbereitet, leicht klein geschnitten. Und dann kommt da noch eine Aubergine rein, und zwar so eine kleine. Ist einfach nur eine andere Form. Ich schäle die immer vorher, wenn ich die in den Airfryer gebe, weil die Schale sonst unangenehm bitter wird. Und schneiden kannst du die dann auf verschiedene Arten. Ich würde dir allerdings raten, die ein bisschen dicker als den Brokkoli zu schneiden, dann wird das zur selben Zeit gar. Und als Proteinquelle gibt es heute Hähnchen am Knochen mit Haut, hat einfach einen besseren Fettgehalt. Hier gebe ich jetzt ein paar Gewürze dazu und ein bisschen Öl. Ich habe aber keine Zeit, das großartig marinieren zu lassen. Das geht ganz flott. Etwas Salz, Thymian, Pfeffer, Rosmarin und für eine schöne Farbe ein wenig Kurkuma. Hitzebeständiges Öl drüber. Ich nehme Avocadoöl, ungefähr 3 Esslöffel und den Saft einer halben Limette. Am besten nicht mit der nackten Hand umrühren, weil Kurkuma abfärbt. Du hast dann gelbe Fingernägel davon. Und das Ganze kommt jetzt erstmal für 20 Minuten bei 200 Grad in den Airfryer. Jetzt ist der Airfryer ein bisschen laut. Ich hoffe, man hört mich trotzdem gut. Ich glaube, ich habe nämlich noch eine halbe Avocado übrig. Yes! Die verwende ich jetzt auch noch für den Salat. Das gute Zeug hier kannst du nicht nur in warme Gerichte geben, sondern auch in kalte Gerichte. Und ich verwende das jetzt für mein Salatdressing. Dafür einen Teelöffel, einen gestrichenen Teelöffel. In klein wenig heißem Wasser auflösen. Und dann erstmal kurz abkühlen lassen. Da kommt dann ein bisschen Limette rein, allerdings nicht ganz so viel, nur so ein paar Tröpfchen. Und ja, ich verwende gerne Senf. Ich weiß, dass die meisten Senfsorten viel Zucker enthalten. Ich habe jetzt diesen hier und der kommt auf 100 Milliliter auf 1,5 Gramm Kohlenhydrate. Ich verwende aber natürlich keine 100 Milliliter oder 100 Gramm davon. Für das Dressing verwende ich einen halben Teelöffel und das ist dann wiederum verschwindend wenig von den Kohlenhydraten her. Circa 50 Milliliter Olivenöl dazugeben und ich würze das jetzt ganz simpel einfach nur mit Salz und Pfeffer. Mit dem Salz bitte wieder aufpassen, denn in dem Knochenbrühenkonzentrat ist ja schon Steinsalz enthalten, deswegen nicht ganz so viel. Hohen Pfeffer. Dein Hähnchen kannst du dann einmal wenden. Aubergine und Brokkoli kannst du dann einfach drüber geben und das Ganze kommt dann nochmal bei den gleichen Einstellungen für 10 Minuten rein. Jetzt kommt nur noch das Dressing über den Salat. Kommst du essen? Der nächste Tag. Wir haben die Gegend schon ein wenig erkundet und ich sitze gerade in einem Café und ich habe hier ein Getränk entdeckt. Ich bin total begeistert, ist absolut Keto geeignet. Das ist einfach Avocado und Kokoscreme, also nicht Kokosmilch, sondern wirklich die Creme, die sehr, sehr fettreich ist. Die Avocado ist auch sehr fettreich. Das Ganze ist zuckerfrei. Hier ist auch keine Kondensmilch oder sonstiges drin. Einfach pur mit Eiswürfeln zusammen gemixt. Und dann kriegst du so eine eisähnliche Konsistenz. Wenn das hier ein bisschen stehen bleibt bei den Temperaturen, dann schmilzt das. Du kannst es so durch den Strohhalm trinken. Wenn es aber noch komplett gefroren ist, ist es wie ein Eis. Also kannst du zu Hause auch einfach mal ausprobieren. Wenn du es nicht ganz so wässrig haben möchtest, kannst du die Zutaten vorher in Eiswürfelform einfrieren und kannst dann so auf die Eiswürfel verzichten. Dann wird das Ganze am Ende nicht ganz so wässrig. Sehr, sehr lecker.
Das war's für heute. Ciao.